Und jetzt viel Spaß mit dem Neuesten vom Betze. Präsentiert von Krombacher. Immer automatisch an. Gut. Oh. Wunderbar. Perfekt. Kannst du mal kurz räuspern oder so? Rossi, muss ich ja nachher andrücken irgendwas? Nein, es ist automatisch an. Okay. Du machst zu wenig PKs, Boris. Der Trainer. Wir machen nachher gerne draußen im Stadion noch schnell ein Foto für die Fotografen. So was, ich trinke heute mal eine Cola. Nicht wie lange die. Ich würde es lieber nicht kopieren. So, wenn dann die Kollegen vom Fernsehen wieder am Platz sind und die Fotografen, dann darf ich Sie alle ganz, ganz herzlich begrüßen, liebe Medienvertreter hier im Presseraum des Fritz-Walter-Stadions und liebe Zuschauer auf YouTube. Ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz anlässlich der Vorstellung unseres neuen Cheftrainers Jeff Saibene, den ich hier oben ganz herzlich begrüßen darf. Ebenso begrüße ich unseren Geschäftsführer Sören Oliver Vogt und unseren Sportdirektor Boris Notzon, dem ich auch gleich das erste Wort erteile. Boris, bitteschön. Ja, hallo zusammen. Auch von mir ein herzliches Willkommen zur Vorstellung unseres neuen Cheftrainers. Ich möchte mal so anfangen. Es war, glaube ich, für alle Beteiligten eine sehr, sehr intensive Woche die letzten Tage. Wir haben nach der Entscheidung Boris Schommers dann am Dienstag Gespräche aufgenommen, haben uns für uns dort aus einer Longlist, erstmal eine Shortlist gebaut, sind dann in einzelne Gespräche gegangen, haben uns ein Anforderungsprofil gesetzt und daraufhin haben wir dann Einzelinterviews geführt. Das war ein sehr langer Prozess, sehr intensiv. Es ging dann ab Dienstag los und wir haben, das kann man sagen, sehr, sehr viele. Und das ist auch wieder ein Fingerzeig für die Größe und die Strahlkraft dieses Vereins, Bewerber und Interessenten bekommen. Ohne eigentlich jetzt namentlich etwas dazu sagen zu wollen, doch die Menge der Trainer, auch die Vita oder Erfahrung oder der Menschen, die sich für den FCK interessieren, hier diese Verantwortung zu übernehmen, das war schon bemerkenswert. Wir haben dann aus den Gesprächen heraus, es waren fünf Gespräche, die wir geführt haben, für uns in Abstimmung mit Gremien natürlich dann nochmal eine zweite Runde gemacht und haben uns dann aus voller Überzeugung einheitlich für Jeff Saibene entschieden. Wir haben Jeff in den Gesprächen als einen total authentischen, emotionalen, leidenschaftlichen Menschen kennengelernt, der absolut für diese Aufgabe hier brennt. Also das spürt man in Gesprächen, wenn jemand brennt und Jeff brennt, ist voller Energie, kennt die dritte Liga, hat eine Station dort in Ingolstadt gehabt, hat auch mit Arminia Bielefeld davor im deutschen Fußball bereits einen Traditionsverein die Verantwortung getragen. Er kennt den Fußball in der dritten Liga, er kennt unsere Mannschaft, war da auch sehr gut in der Präsentation, in der Vorbereitung. Ich glaube, dass Jeff mit seiner positiven Art, auch mit einem Stück weit Pragmatismus an diese Aufgabe herangeht. Haben dann gestern Abend spät diese Entscheidung getroffen und ja, sind stolz und freuen uns sehr, dass wir dann heute noch vor dem Spiel gegen Wien Wiesbaden unseren neuen Cheftrainer präsentieren dürfen. Wir werden jetzt heute um 16 Uhr eine Trainingseinheit absolvieren. Die wird auch öffentlich sein heute, das haben wir so abgestimmt.
und gehen dann mit voller Konzentration in das Spiel gegen Wien Wiesbaden am Montag. Ich möchte auch an der Stelle recht herzlich und Coco, da kann man glaube ich schon mal sich merken, den Spitznamen. Er sieht es mir nach Richard Komunitschki. Der wird Co-Trainer bei uns. Das ist jemand, mit dem Jeff in seiner erfolgreichen Zeit auch in der Schweiz schon sehr eng, sehr lange zusammengearbeitet hat. Ja, auch ein absoluter Wunsch von Jeff, mit Coco hier diese Aufgabe anzugehen. Und ja, kann einfach nur im Namen von meiner Person, vom gesamten Verein, vom Beirat, von der Geschäftsleitung, Olli, Jeff, einen guten Start wünschen, ein ganz dickes, herzliches Willkommen und ja, auf eine erfolgreiche, gute Zeit gemeinsam. Vielen Dank. Danke, Boris. Dann ist jetzt direkt die Möglichkeit, für alle hier Anwesenden Fragen zu stellen. Kurz zum Ablauf, wer eine Frage hat, der geht bitte an eines der Mikrofone, die links und rechts stehen. Aufgrund der Corona-Maßnahmen dürfen wir keine Mikrofone rumreichen. Ich möchte Sie bitten, auf dem Weg durch den Raum eine Maske zu tragen. Am Mikrofon können Sie die Maske natürlich ebenso wie am Platz abnehmen. Dann beginnen wir mit Sebastian Stollhoff von der Rheinpfalz und der ersten Frage. Für uns war ganz klar, dass wir eine gestandene Persönlichkeit als Trainer verpflichten wollten. Jemand, der eine sehr starke Ausstrahlung hat, der Erfahrung hat, der auch eine Ruhe und Souveränität mitbringt. Denn die Aufgabe hier am Betzenberg, das ist Ihnen allen bewusst, das ist keine leichte. Hier ist eine Mammutaufgabe für einen Trainer, dieses große Schiff auch mal in die richtige Richtung zu bringen. Jeff ist absolut souverän, ist sehr erfahren, hat viele Mannschaften auch von Start weg an sofort ans Laufen bekommen. Er kennt den deutschen Fußball, er kennt die dritte Liga, er kennt die Stadien, er weiß, was auf ihn zukommt. Und was auch, glaube ich, sehr wichtig ist, Jeff steht auch für klare Prinzipien, aber auch für Spaß und Freude. Also so in den Gesprächen heraus kam das auch immer wieder zum Ausdruck, dass es wichtig ist, dass wir die Mannschaft jetzt auch ein Stück weit begleiten, dass wir ihnen Hilfestellung geben, um gemeinschaftlich die ersten Punkte jetzt einzufahren. Und da hat Jeff das Anforderungsprofil absolut erfüllt und deswegen haben wir uns dann auch für Jeff entschieden. So, es gibt mit Sicherheit weitere Fragen und die nächste Frage kommt von... Gibt es weitere Fragen? Thomas Hilmes von Betze Brent. Eine Verpflichtung von einem Cheftrainer beim FCK trifft das operative Geschäft, das ist ganz klar. Das sind meine Personen und der Oliver Vogt als Geschäftsführer in vorderster Front. Natürlich ist es so, dass es im Tagesgeschäft zwischen sportlicher Leitung, Geschäftsführung sehr viele Gespräche und Abstimmungen und auch Meinungsfragen einfach natürlich auch mit den Gremien gibt, weil es eine ganz wichtige Entscheidung ist. Die Entscheidung getroffen haben wir beide. So, Bernd Schmidt, SWR Fernsehen. Frage, die Begründung, warum Ihr Vorgänger gehen musste, der Herr Schommers, war ja Fußballstil, den er spielen ließ, hier nicht so zufrieden war. Welchen Stil pflegen Sie denn? Der sich von dem, was wir bisher gesehen haben, vielleicht dann auch unterscheidet? Ich glaube schon, dass das Kaiserslautern seit Jahren bekannt ist oder vor allem der Betze für aktiven, intensiven, emotionalen Fußball, dass die Leute das hier erwarten. Und ja, es ist mein großes Ziel,
hier wieder diese Begeisterung herzubringen, diese Leidenschaft, diese Intensität, dass die Leute merken, dass da, ja, das ist eine Mannschaft auf dem Platz, die alles gibt und die weiß, was es bedeutet, hier auf dem Betze spielen zu dürfen. Eine Anschlussfrage, der Herr Notzmann hat ja auch gesagt, Sie kennen die Mannschaft. Woher kennen Sie die? Was haben Sie gemacht, um sich da schlau zu machen? Und hinzu kommt noch die Frage, wir haben uns ja unterhalten, Herr Notzmann, letzte Woche, dass noch ein, zwei neue Spieler kommen sollen. Haben Sie da besondere Wünsche, Kandidaten, die Sie gerne hätten, oder wie ist da die Abstimmung? Also was die Mannschaft anbelangt, habe ich mir natürlich die Spiele angeschaut, die letzten Spiele angeschaut, kenne natürlich die Mannschaft auch teilweise von der letzten Saison. Und was neue Spieler anbelangt, sind wir ständig im Austausch. Da laufen Gespräche und wir haben die große Hoffnung, ich glaube, das kann ich so sagen, dass noch ein oder zwei Zugänge dazukommen werden. Vielleicht kann ich da noch kurz anschließen. Ich glaube, es liegt in der Natur der Sache, dass wenn der Verein einen neuen Cheftrainer auswählt, dass auch das Thema Kaderplanung und Transfers in eine enge Abstimmung gehört und wir sehr gut vorbereitet sind und ab dem Zeitpunkt, wo die Entscheidung gefallen war, natürlich auch Jeff in unsere Überlegungen mit einbezogen. Natürlich auch für die Spieler, mit denen wir im Vorfeld gesprochen haben, ist es auch wichtig, wer ist denn der Cheftrainer? Ich möchte mit dem Menschen Kontakt haben, ne? Was für eine Art von Fußball, wie sieht er mich? Und deswegen haben wir das bis zu diesem Zeitpunkt zurückgehalten. Wir machen weiter mit der nächsten Frage, die kommt von Sebastian Zobel vom SWR. Ja, Herr Sabine, erstmal herzlich willkommen in Kaiserslautern. Ich würde gerne von Ihnen wissen, was war für Sie der ausschlaggebende Punkt? Warum haben Sie sich für den FCK entschieden? Es ist ja so, dass jetzt im Vorfeld auch nach der Entlassung Ihres Vorgängers nochmal aufgezählt wurde, wie viele Trainer hier in den vergangenen Jahren tätig waren. Und es war ja durchaus nicht immer einfach. Warum haben Sie sich für den FCK entschieden und warum glauben Sie, dass Sie mit dem FCK Erfolg haben können? Also ich stand hier, das müssen jetzt ungefähr so 42 Jahre her sein, stand ich mal mit meinem Vater hinter Ronny Hellström. Hätte mir da nie träumen lassen, hier mal Trainer zu sein oder sein zu dürfen. Aber schon damals die Begeisterung, Betzenberg, diese Emotionen und so, das ist für jeden Trainer ein Traum. Klar ist im Moment der FCK in einer schwierigen Situation. Spielen wir in der dritten Liga, das ist die Realität. Und trotzdem ist der FCK oder der Betze legendär. Und jeder Trainer, das können Sie mir glauben, der die Chance hat, hier hinzukommen, wird oder will diese Chance wahrnehmen. Und mir ist es auch so gegangen, als wir Kontakt hatten, war für mich klar, da muss ich hin, da will ich hin und da will ich auch eine Zeit lang bleiben. Weiter geht's mit der nächsten Frage, die kommt von Michel Hasslinger, Radio RPR1. Guten Tag, Herr Sabine. Guten Tag. Sie haben sicher eine Analyse auch gemacht. Die Mannschaft hat eine enttäuschende Saison, in der letzten Saison hinter sich, ist mit zwei Niederlagen gestartet. Wo sehen Sie das Manko dieser Mannschaft? Was muss sich möglichst schnell verändern, verbessern? Ich will mich eigentlich nicht zu viel über das äußern, was jetzt bis jetzt war. Aber klar ist, dass ich den Jungs Vertrauen vermitteln will, dass ich ihnen auch Freude vermitteln will, dass ich ihnen den Druck nehmen will und dass wir einen mutigen, offensiven Fußball spielen wollen. Ich habe das oft schon umgesetzt bei Vereinen, die ich übernommen habe. In Bielefeld war das extrem. Ich habe Bielefeld übernommen, 10 Spieltage vor Schluss. Die waren ein absoluter Abstiegskandidat. Und wir haben dann in den letzten 10 Spielen haben wir nur ein Spiel verloren. Und da war viel Freude, da war viel Mut, da war viel Selbstvertrauen und viel Leidenschaft auf dem Platz. Und das ist genau das, was wir hier brauchen. Und dafür steht der FCK und dafür steht dieses wunderbare Stadion. Ja, das ist mein großes Ziel, mit viel Freude, Leidenschaft und klaren Prinzipien die Mannschaft wieder in die richtigen Bahnen zu führen. Die nächste Frage, die kommt von Oliver Sperg von der Rheinpfalz. Hallo Herr Sabine, guten Tag. Guten Tag. Sie haben von Ihren Prinzipien gesprochen. Können Sie die noch ein bisschen ausführen, bitte, was Ihre Prinzipien genau sind?
Außer den Sachen, die Sie eben gesagt haben, ja, Leidenschaft und so weiter. Das sind eher so Spielprinzipien, die ich meinen Jungs vermitteln will, die ich der Mannschaft vermitteln will, die ich aber, oder was ich nicht so gut finden würde, wenn sie morgen in der Zeitung stehen würden. Deshalb kann ich Ihnen diese Prinzipien leider nicht sagen. Aber es sind Prinzipien, die Mannschaft oder die der Mannschaft vereinfachen sollen, Sicherheit zu finden und sich wohlzufühlen und auch Vertrauen auf dem Platz zu haben. Gibt es weitere Fragen? Jawohl, die gibt es. Sebastian Stollhoff von der Rheinpfalz nochmal. Herr Sabene, Sie haben ja gesagt, Sie kennen die dritte Liga. Vielleicht können Sie ein bisschen erzählen, wie Sie die Liga einschätzen. Sie ist ja sehr ausgeglichen, scheint zumindest mal auch zum Start wieder so auszusehen. Und zum anderen noch die Frage dazu, Sie bringen den Co-Trainer mit. Wie sieht es im weiteren Trainerteam aus, das noch da ist? Bleibt es bestehen, Torwarttrainer, Fitnesstrainer und so weiter? Also Trainerteam wird so bestehen bleiben. Ich bringe nur meinen Co-Trainer mit, sonst bleibt alles beim Alten. Wie Sie gesagt haben, die dritte Liga extrem ausgeglichen, sehr kampfbetont. Ich glaube nicht, dass man über spielerische Ansätze die Liga dominieren wird, sondern man muss die dritte Liga annehmen, man muss den Kampf annehmen und das sind die Tugenden, die es braucht, um Erfolg zu haben. Und daran werden wir auf jeden Fall ansetzen. Gibt es weitere Fragen? Oliver Sperk nochmal. Noch eine Frage an den Geschäftsführer. Inwieweit war das Thema Insolvenz ein Thema oder hatte der Herr Sabene Fragen dazu? Und könntest du nochmal erklären, wie es möglich ist, eben jetzt einen neuen Cheftrainer zu bezahlen, den alten abzufinden und so weiter? Das interessiert die Leute einfach im Rahmen der Insolvenz. Ja, natürlich haben wir dem Jeff Sabene die Situation dargestellt, haben ihm erläutert, wie wir uns in den letzten Monaten in diesem Verfahren bewegt haben, was dazu geführt hat, ihm ausführlich transparent die Situation des FCK dargestellt. Wie so etwas funktionieren kann, ist ähnlich wie mit dem Thema und die Frage, die ja immer wieder die Leute umgetrieben hat, wie auch ein Verein in einem Insolvenzverfahren Spieler abgeben, respektive dann zu sich holen kann. Das ist und geschieht in Absprache mit dem Gläubigerausschuss, in dem Fall mit dem Sachwalter, mit dem Herrn Dr. Kleinschmidt, der über diese Schritte informiert ist, ganz unmittelbar, bevor so etwas passiert. Muss das natürlich in Absprache passieren. Das hat was mit letztendlich natürlich auch der wirtschaftlichen Situation zu tun. Das hat was mit einem Insolvenzplan zu tun, zu dem ich hier jetzt weiterhin allerdings nichts sagen kann. Das hat alles gepasst und ähnlich eben wie das Thema der Spielertransfers war es uns möglich, diesen Wechsel durchzuführen. Liegen noch weitere Fragen vor? Letzte Chance. Tatsächlich alle zufrieden? Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit bei der Pressekonferenz und für alle Fotografen bieten wir jetzt noch einen Fotopunkt an, draußen im Stadion. Dankeschön. Noch einmal zurück.